Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch recht herzlich zu Detroit Become Human. Wir hatten die letzte Episode Scheideweg, Marcus. Und ja, beim Scheideweg Marcus hat es jetzt auch leider Opfer erwischt, womit ich jetzt noch mit zu strugglen habe. Ja, also was mich jetzt noch beschäftigt. Alter Schwede. Naja, wir nähern uns dem Ende von Detroit Become Human. Ich will nicht lang reden. Gehen wir einfach den Dingen nach, die jetzt noch passieren werden. 10. November 2038. Oh. Ist das... Das ist Karl. Das ist das alte Gebäude von Karl. Krass. Oh Gott, willkommen zu Hause, ja. Mal gucken, wo Karl ist. Oh, was haben wir hier? Achso, das kennen wir doch schon. Warte mal. Hä? Hi Dad. Ich komme morgen aus dem Krankenhaus raus. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Es macht mich irre, es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Hey, ich würde dich gern morgen besuchen kommen, wenn es dir recht ist. Ich möchte nur sagen, ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Er lebt noch. Krass. Okay. So, okay. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Aha, aha. Sehr interessant, sehr interessant. Das war das Shakespeare-Buch, ne, was er sich genommen hat. Gehen wir mal in sein Atelier. Oder ist er auch nicht? Okay, da gehen wir mal wieder zurück. Wahrscheinlich ist er oben. So. Okay. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber ich finde es super, dass er nochmal zu seinem alten Herr geht. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Wir probieren es einfach mal. Oh, Karl. Ich hab mir fast gedacht. Karl. Nein. Marcus. Hey.
Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Carl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Verloren. Ich bin völlig ratlos, Carl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten, Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Rat. Aber was soll ich tun? Carl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Marcus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Marcus. Oh. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Sind wir jetzt in einer Kirche untergekommen? Sieht ganz so aus. Sprich mit deinen Leuten, okay? So. Wen haben wir denn hier? Connor? Sprechen. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Vergeben. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Wow. Okay.
So. Wen haben wir denn dann noch? Komm mal, da wird uns doch noch jemand angezeigt, ja. Genau. Hier ist Simon. North. Sie töteten North vor meinen Augen. Und ich konnte nichts tun. Josh. Ich sah, wie Josh in meinen Armen starb. Ich hätte ihn beschützen müssen. Uns alle beschützen und... Ich konnte einfach nichts tun. Josh gab sein Leben für unsere Sache. Und jetzt liegt es an uns, dass er und die anderen nicht umsonst starben. Lage. Wie ist unsere Lage? Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Loyalität, das ist gut. Informiere deine Leute über deine Entscheidung. Okay, dann mal zum Podest. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Revolution. Marschieren friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. Starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Genau. Revolution. Viva la Revolution! Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Liebt das. Könnten sie gerne auch bei mir machen. Ah, wow. Ah, Marcus. Jawohl, Marcus hat entschieden, für seine Leute zu kämpfen. Definitiv. Es kann nur Revolution geben. Friedlich. Haben wir versucht, hat nicht geklappt. Von daher kann es jetzt nur noch Krieg geben. Nacht der Seele. Marcus, jawohl. Oh Mann. Krass. Krass. Auf jeden Fall krass, war auch wieder eine richtig geile Episode. Richtig gutes Kapitel. Lasst mir mal eure Gedanken da. Würde mich echt mal interessieren. Hättet ihr es nochmal friedlich versucht oder... Ja... Lasst mir mal eure Gedanken da, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.